Hallo und willkommen zu The Forest, zweiter Teil, und ich starte mal direkt ins Spiel rein. Ach, kack, jetzt habe ich Start gedrückt anstatt Load. Naja, macht ja sowieso nichts, Leute, denn wie ihr wahrscheinlich noch aus der Folge davor gesehen habt, speichern ging sowieso nicht, das bedeutet, ich wäre so oder so wieder von Anfang an gestartet, also passiert genau dasselbe. Macht also nichts einfach. Naja, Creating Game. Dieser schöne Ladebalken. Von was er da alles created. Und wo sind wir? Im Flugzeug. Was mir übrigens aufgefallen ist, na gut, sagen wir mal, wir haben ein kleines Kind, warum auch immer. Wo ist die Mutter? Wo sind alle anderen Passagiere? Stewardess oder sonst wer? Wir sind ganz allein in einem Flugzeug. Wissen nicht wo. Und jetzt geht's ganz gut. Nach der Explosion sah es nicht aus wie abgeschossen. Schön brav, wie wir sitzen hier, ne? Kopf zwischen die Beine. Ja, da ist wieder Mr. Pedo. Der Pedobär. Der will den Kleinen bestimmt nur helfen. Ah, guck mal, jetzt fackelt das Excel. Mich interessiert, ob es gleich weiter fackelt. Also sprunggefühlt. So. Alles wieder voller Blut. Wir fangen wieder von vorne an. Also sage ich mal jetzt nicht einfach, was wir jetzt machen, sondern mach's einfach. Ist ja irgendwie kein Unterschied. Wir sammeln alles auf, was wir hier finden. Wenn ich darf. Ja, sehr schön. Oh, eine Blume. Die hat er tatsächlich mitgenommen. Ich glaub's nicht. Ja, ganze 11 Schritte. Mega. Ja, da bis jetzt noch nichts zurück kam an Feedback. Hätte mich ja mal interessiert, wo ich meine Hütte bauen soll. Aber da ich ja sowieso woanders starte, gucken wir mal, wo wir diesmal unser Lager bauen. Oh, dunkle Bären. Ich glaube, die waren gut. Ja, sieht gut aus. Sonst hätte er jetzt hier so komische Zuckungen gekriegt. Kleine epileptische Anfälle. Steine. Super. Da ist die erste Rüstung. Oh, und sein Bruder. Wart auf mich. Irgendwie ist hier tatsächlich der Übergang von Flugzeug abgestürzt, man ist zu sich gekommen, nachdem das Kind irgendwie abhanden gekommen ist durch Mr. Pedo. Ist komisch, man kommt raus und fängt direkt an, hier so ein bisschen rumzuweiben. Irgendwie hätte man da noch so eine Zwischensequenz einspielen müssen, so halbfreies Spielen halt. Oder was denkt ihr? Tja, und was habe ich wieder mal vergessen? Den Timer. Anschmeißen, dann wird die Folge halt ein paar Minütchen länger. Oh, zwei Stück, drei Stück. Gucken wir mal, wie viele wir schon haben. Ah, da fehlt uns ja noch ein bisschen. Wo ist sein Kollege? Der wusste, was ihm blüht. Dunkle Bären sind gut. Hui, da war ein schöner Grafikfehler hier. Ja, habt ihr den Schrei auch gehört? Normalerweise heißt das, dass da immer irgendwo Eingeborene sind. Ja, ich glaube, da hinten war ein kleiner... Pedobär 2.
Warum nehme ich die Sachen nicht? Da ist dieser scheiß Tennisball. Jetzt hat er ihn doch genommen. Soll ich die Eingeborenen mit rumschlagen? Ablenkungsmanöver. Ja, wenn ihr Anregungen habt, das gut findet, schlecht findet oder irgendwas, einfach mal in die Kommentare unten reinschreiben oder zumindest auch mal eine positive Bemerkung. Und denn es ist mal schön zu sehen, wenn den Leuten was gefällt oder nicht gefällt oder auch einfach einen Kommentar reinschreiben. Es ist immer schade, wenn man gar kein Feedback zurückkriegt. Dann steht man so ein bisschen vor dem Nichts, könnte man schon fast sagen, und weiß nicht, wie man am besten weitermacht. Das soll ja euch genauso gefallen wie mir. Natürlich spiele ich es auf meine Art und Weise, aber ein bisschen kann man natürlich auch auf Kommentare eingehen. Und dazu müssten natürlich welche hinterlassen werden. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr das einfach mal tun würdet. So, noch einen Stick einsammeln. Den hier. Wir haben ja letztes Mal schon gesehen. Davon werden wir einige brauchen. Oh, und schon wieder so ein Scheißstein. Blümchen. So. Sticky, noch einen großen Stein, davon können wir nie genug haben, obwohl irgendwann sind unsere Taschen voll. Hier, so wie jetzt für Steine. Aber hier, Blätter brauchen wir auch noch. So, in welche Richtung rennen wir dann mal? Ich würde mal sagen, hier Richtung Wasser würde ich in Realität mäßig erstmal mich dahin bewegen. Mist. Ja, sind helle Büsche, also helle Beeren. Die sind giftig. Also weg damit und her mit den Blättern. Ja, ich glaube, da hinten, da haben wir die Axt letztens gefunden. Ich sprinte mal ein bisschen dahin. Ein Seestern. Ich glaube, der hatte eine Überdosis, wie man hier sehen kann. Tja, das kommt davon. Wer mit kleinen Kindern macht. Mit bewusstlosen kleinen Jungs, um genau zu sein. Erstmal hole ich mir die Axt, bevor ich mir irgendwelche Kopf. Warum liegen denn hier überall eingeborene Tote? Wie nach so einem Tsunami. Erst die Axt, erst die Axt. Axt. Ah, es funktioniert. Ja, ich glaube, die macht auch deutlich mehr Schaden. Zumindest hat er die Axt diesmal nicht dupliziert. Schon mal anfangen. Aber wegschmeißen tut er sie wieder. Ah. Ja gut, dann haben wir jetzt halt noch eine Axt mehr hier liegen. Ach, das ist mir zu doof. Lassen wir die Koffer mal weg. Nehmen wir noch hier Mr. Kollege. Mr. Da. Da. Da oben. Ha, dachte, er kann uns entkommen. Wir brauchen doch seine Haut. Falls ihr übrigens mal einen Daumen nach unten machen solltet, von wegen es gefällt euch nicht oder irgendwas wäre da dran, wäre es auch ganz lieb, wenn ihr auch dazu einen Kommentar schreibt, warum. Dann könnte man vielleicht zukünftig was dran ändern, weil einfach nur gefällt mir nicht, ist immer, naja, nicht sehr konstruktiv. Ich glaube, das letzte Mal waren wir hier am Ende des Strandes angekommen und hatte ich gefragt, ob oder wollte da mein Zelt aufbauen. Das hat ja nicht so geklappt. Irgendwas war nicht die beste Gegend. Deswegen renne ich jetzt einfach mal hier in den Wald rein und umspringe mal die ganze Ecke. Ja, Blätter würde ich gerne mitnehmen. Das klappt ja. Die Axt hat's drauf. Auch wenn sie hier wegfliegt. Nervig. Und was haben wir denn da vorne?
Platte und ein Filmset. Touch. Touch wurde hier gedreht. Hört sich an wie so eine Frauenzeitschrift. Wobei der hier rechts nicht mehr so ganz fit aussieht. Können wir uns so ein Zelt schnappen? Nee, leider nicht. Aber ich könnte mich ja hier in der Box verstecken. So, schon sieht mich keiner. So ein cooles Versteck. Uah! Das war wirklich ein cooles Versteck. Scheiße. Ich habe gehört, die... Ah, scheiße, die Eingeborenen können auch durch die Bäume springen. Deswegen versuche ich jetzt mal gerade ein bisschen weg von den Eingeborenen Richtung Strand. Da können sie zumindest mich nicht überholen. Ach, die ziehen sich nicht zurück. Pedogruppe kommt. Ich bin kein kleiner Junge. Ja, jetzt kann ich was aus dem Buch lernen. Super. Da, Strand. Schnell weg hier. So, hoffen wir mal, dass die wegbleiben. Aber hier kann ich ja mich dann ein bisschen im Wasser suhlen, dann bin ich auch nicht mehr covered im Blatt. So. Ja, die scheinen weg zu sein, sehr schön. Kann man das Boot nehmen? Nee. Energie sieht noch soweit eigentlich ganz gut aus. Meine Gesundheit, hoffentlich steigt sie weiter. Ich weiß auch gar nicht, wonach sie steigt. Ob das jetzt durchs Essen kommt oder wenn man lang genug Essen im Magen hat, dass die dann automatisch steigt. Ja, hier oben. Hier hatte ich mich letztens versucht auszulocken, was ja so gar nicht geklappt hat. Ein Berg. Ich glaube, da kommen wir noch nicht hin. Ich glaube, das ist eine dieser Gebiete, die noch gesperrt sind. Irgendwie humpelt meiner. Ja, hier sind die Schädel, genau. Was mir hier tatsächlich in diesem Spiel fehlt, und das merke ich mal wieder, weil ich die Taste trotzdem drücke, das ist diese Alt-Funktion, dass man geradeaus weiterläuft und nur den Kopf dreht. Sehr schade, dass das hier fehlt. Weil, na, ihr kennt das bestimmt auch aus anderen Spielen. Wird man nie dort ankommen, wo man eigentlich hin möchte. Oder eine Zoom-Funktion, wie hier rechte Maustaste, hier ist es Block. Oh, vor mir gespawnt, das ist doch mal ein Zeichen. Danke. Wenn hier dauerhaft ein Spawn kommt, muss ich mir überlegen, ob ich mir hier nicht vielleicht mal ein Lager baue. Weil die gibt es ja noch mehr. Die werden ja nicht nur hier sein, die Spawnpunkte. Oh, ein Dörfle von denen. Aber schnell durch, keine Lust auf Konfrontation mit denen. Hallo? Mr. CD-Man? Ich glaube, das ist DJ. Ach, dann nehmen wir ihn einfach mal mit. Wo sind die CDs? Ich glaube, die laufen da. Mein Arm. Sagte doch, mein Arm. Nein, hier nicht. Grund, warum ich mich hier dagegen entscheide, ist nicht dieses Dorf der Eingeborenen. Das könnte man ja zum Glück irgendwie einnehmen oder so, irgendwas damit machen. Sondern eigentlich wollte ich gerade sagen, weil hier so wenig Bäume sind. Also wundert mich gerade. Ich habe schon eigentlich einen sehr leistungsstarken Rechner, aber dass hier sowas bei rauskommt... So. Wo wollen wir denn mal unser Lager aufschlagen? Wir
weiter in den Wald gehen oder tatsächlich hier unten am Strand entlang? Was würdet ihr denn sagen? Dann gehen wir erstmal hier am Strand weiter entlang, also an dieser Küstenabschnitt. Vielleicht können wir uns ja irgendwo so einen Fluss weiter reingeht, irgendwo am Fluss noch richtig schön ein kleines Häusle bauen. Dann haben wir auch das Wasser direkt dran. Vielleicht muss man ja irgendwann mal so eine Art Trinkvorrichtung bauen. Stimmt, hier muss man überhaupt nichts trinken. Irre Axtman, der Axtmörder. Ich glaube, so wäre das nach dem amerikanischen System irgendwo in der Wildnis ausgesetzt und dann muss man gucken, wo man bleibt. Wir können auch hier unter den See? Nee, er schwimmt. Das ist tatsächlich nur ein Anzeigefehler. Ein schöner Grafikfehler. Aber ich sehe, langsam habe ich ein Problem mit meiner Energie. Langsam müsste ich tatsächlich mal irgendwann anfangen, was zu essen. Das bedeutet, wir müssen uns langsam mal ein Hüttchen. Oh, da drüben. Ich glaube, da sieht es gut aus. Dichter Wald. Ein bisschen hochgelegen. Wasser dran. Ich glaube, da bewegen wir uns doch mal hin. Wärt ihr jetzt tatsächlich den anderen Weg gelaufen in den Wald rein? Das würde mich aber interessieren. Oder ob ihr auch hier lang gelaufen wärt. Wie gesagt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Ein Regenbogen. Sieht aber gut aus eigentlich. Guck mal hier oben, da, hier ist es, scheint es ein bisschen eben zu sein. Erhöht bedeutet guter Aussichtspunkt. Hier geht schön steil bergab. Ja. Oh, das ist doch hier. Sieht doch gut aus. Was haltet ihr davon? Ich würde sagen, wir bauen uns mal hier ein kleines Fort vor. Das bedeutet, wir fangen erstmal mit einer kleinen Hütte an, mit so einem kleinen Shelter. Aber nicht mit diesem Temporary, sondern schon hier so ein. So. Dann. So, dann fangen wir mal die Sachen ranzubauen. Wir haben ja schon was gesammelt. Dann holen wir uns mal ein paar Bäume. Die sind doch ganz schön weit weg. Doof. Naja. Ah, das ist keine ganze. Ich dachte, das wäre vielleicht jetzt so ein Loch, so eine Art Kuhle, wo die Baumstämme sich dann drin lagern würden. Woher haben eigentlich diese Eingeborene so eine Axt? Ich meine, dass sie nicht mit umgehen können, hat man ja an der Leiche gesehen. Der hat sich vielleicht selbst weggeaxtet, aber irgendwo muss er die ja herhaben. Das bedeutet, es könnten auch noch andere normale Menschen in Anführungsstrichen, also welche wie du und ich sein, die hier auf dieser Insel leben und vielleicht gar nichts von diesen Eingeborenen wissen. Vielleicht sind das ja auch ganz nette Leute. Und wir haben die einfach nur völlig falsch eingeschätzt aufgrund der schlechten Zahnhygiene. Jetzt müsste ich tatsächlich was essen. Ich glaube, ich mache mir erstmal ein Lagerfeuer. Weil ihr seht, wie langsam er nur noch laufen kann. Wo bauen wir das denn mal hin? Ich glaube, hier erstmal daneben auf dieser Seite. Na super, hier fehlt uns ja auch noch alles für. Also Steine gibt es hier genug, das ist schon mal sehr gut. Müssen wir gucken, ob wir gleich noch ein paar Äste finden für das Feuer, damit wir uns hier auch ein bisschen schneller bewegen können.
er so wieder kriechend langsam. Der Typ kann hier echt gar nichts. Nicht mehr speichern. Oder trocken bleiben. Ja, wenn wir zumindest speichern können, dann sind wir auch schon mal ein ganzes Stück weiter, dann wissen wir, dass diese ganze Arbeit, die wir bis jetzt hier reingesteckt haben, nicht umsonst ist und das ist ja auch schon mal ein schöner Fortschritt. Ja super, jetzt ist auch noch Nacht, es regnet, ich habe kein bisschen was gegessen, der Unterschlupf ist nicht fertig. Schmeiß die Axt weg, richtig schön ins Feuer, da wo sie hingehört. Hallo Rabbit. Ja, ich dachte, der läuft jetzt rein. Vielleicht sollte ich eher Hasen essen, bei der Anzahl an Hasen, die wir hier haben, anstatt Würfel oder Echsen oder was immer das hier sind. So, auf geht's. Stein, was brauche ich da mit der Holzstämme, ne? Ah, jetzt kann ich wieder springen. Wollen die Eingeborenen wissen ja nun, dass ich da bin. Die haben mich ja schon gesehen, auch schon ein bisschen gejagt. Das bedeutet, ich möchte ja ein bisschen zulegen. Nicht so lange hier bleiben, wie ich muss. Hallo, hau mal zu. Ja, so kann man auch einen Baum fällen. So. Nicht auf mich. Oh, hier kriegen wir Bäume, Baumstämme am Tag. Das ist nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt sind wir auch noch kalt. Schnell zwei Baumstämme holen. Und abwärts. Oh, guck mal, hier bleiben doch hier unten. Das ist ja doch besser als gedacht. Die Bäume hier, zumindest auch wenn die Stümpfe noch da sind, müssten dann ja den ganzen Schnitt, den wir hier abholzen, unten auffangen. So. Ja, schon können wir speichern. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir mal die Aufnahme für jetzt. Wir probieren mal, ob wir speichern können und wenn nicht, werdet ihr das ja gleich sehen. Und ansonsten verabschiede ich mich schon mal für euch. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wie gesagt, wenn was ist, einfach in die Kommentare reinschreiben. Dann werde ich wahrscheinlich versuchen, darauf einzugehen, je nachdem, was für ein Kommentar das ist. Bedanke mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.